Wir wollen heute über sowas, ein Objekt der Begierlichkeit reden, eine Kinect, also ein 3D-Erfassungsgerät. Kann man die auch mit so einem Lerncomputer programmieren oder braucht man da etwas mehr Rechenleistung? Da braucht man schon etwas mehr Rechenleistung. Wahrscheinlich sind da ein paar hundert von den kleinen Rechnern drin, wenn man das mal zusammenrechnen würde. Also Kinect ist ja im Prinzip eine Videokamera und ein Foveon, also eine 3D-Erfassung mit so einem Laser drin. Und die wird dann mit über USB an einen Rechner angeschlossen. Das ist jetzt nicht die Version für die Xbox, das ist die Version für Windows. Genau. Wir hatten die ja schon zweimal hier bei uns, einmal mit der iClone-Software. Mhm. Da wurde ich nicht erkannt, weil ich eine schwarze Jeans anhatte. Die absorbierte das Infrarot so stark, dass nichts mehr zurückkam. Und die Zumba-Tänzerin. Genau. Also klar, die Kinect für Windows ist zunächst einmal einfach nur eine 3D-Kamera, hat auch eine RGB-Kamera drin. Und wir haben jetzt natürlich im Laufe der Entwicklung gesehen, dass zusätzliche Anforderungen vom Markt her gekommen sind und auch verschiedene neue Funktionalitäten einfach benötigt werden. Und jetzt mit dem neuen SDK, das jetzt seit ungefähr 3 Wochen... SDK ist Software Development Kit. Software Development Kit. Also wir von Microsoft stellen im Prinzip die Plattform zur Verfügung, wo man als Entwickler drauf aufsetzen kann und eigene Ideen mit der Kinect umsetzen kann. Für Bewegungssteuerung, für Gestensteuerung, aber auch zum Beispiel für Erfassung von Objekten im Raum. Weil die Kinect eben eine 3D-Tiefenkamera ist. Eine echte 3D-Kamera ist. Genau. Und eins der neuen Funktionalität ist das, was wir als Kinect Fusion bezeichnen. Und Fusion ist nichts anderes. Ich zeige das mal wirklich hier einfach anhand eines Beispiels. Mit der wird das nicht gehen. Mit der geht's nicht? Weil Nein, mit der die haben wir ja nur zum Zeigen genau. hier, weil wir die Ernstkamera nicht einfach so, oder die angeschlossene nicht einfach so nehmen wollten. Genau. Und jetzt passiert dem Rechner, wenn wir mal auf den Bildschirm umschneiden, sehen wir schon was. Jetzt passiert dem Rechner das Schlimmste, was passieren kann. Genau, also das, was Sie hier machen, ist im Prinzip, wir nehmen 3D-Bilder auf und fügen mehrere 3D-Bilder aneinander und erzeugen im Prinzip jetzt eine virtuelle Welt. Und ich scanne mal hier den Heinz mit der Kinect. Also man sieht auch hier, dass ich bewege die Kinect und es werden im Prinzip immer mehr 3D-Daten aufgenommen. Ich mache jetzt mal keinen Vollscan, sondern einfach nur einen den Frontscan sozusagen. Ich habe die Möglichkeit... Das reicht auch. Das reicht auch. Mehr wollen wir dem Rechner gar nicht zumuten. Genau, ich nehme mal einfach hier, speichere das mal ab. Also das hier, was wir hier zeigen, ist eine Sample-Applikation, die wir im Rahmen des Software Development Kits zur Verfügung stellen. Mit den Treibern kann man die runterladen, man kann sich diese Beispiele runterladen und wenn das mit dem Rechner funktioniert, dann kann man da auch mit rumspielen. Genau. Im Vorfeld habe ich es ja probiert und hatte dann mit meinem Rechner etwas Probleme. Genau, es ist notwendig, dass man natürlich einen relativ leistungsstarken Rechner dafür hat, weil die, je nachdem, wie genau dieser Scan auch sein soll, man unterschiedlich viel Rechenleistung braucht. Und der Anspruch ist natürlich, dass man möglichst genau... Wenn wir jetzt mal auf den Bildschirm schneiden, dann sehen wir mich da etwas schief stehen. Genau. Also ist doch schon erstaunlich, wie detailreich das ist. Okay, genau. Das ist ja sieht jetzt aus wie eine Plastikoberfläche. Als ob ich so ein Lederfetischist wäre. Man könnte das jetzt im Prinzip nachbearbeiten. Theoretisch, dadurch, dass es ja ein Entwicklungskit ist, könnte man auch sogar die Farbdaten der RGB-Kamera noch in diese Daten mit aufnehmen. Als Textur drüberlegen. Alles das ist möglich. Jetzt könnte man es theoretisch nachbearbeiten, ein bisschen glätten, ein paar Stützelemente vielleicht noch reinmachen und dann direkt zum 3D-Drucker schicken. Das ist jetzt ja schon gerendert. Moment, langsam. Das Ganze wird ja im Prinzip übergeben als Gitternetz. Als Gitternetz. Also man hat die Möglichkeit, das als STL zum Beispiel zu exportieren. Da haben wir in unserem SDK schon entsprechende Funktionalitäten drin, sodass das möglichst einfach ist. STL ist ein Datenformat, das für CAD-Programme. Für CAD-Programme. Oder Animationsprogramme genau. eben. Ne? Mhm. Genau. Also hier ist jetzt ein Gittermodell übergeben worden. Wird jetzt hier in dem, das ist übrigens ein kostenfreier Reader, der heißt GLC. GLC Player, das ist einfach einer, den ich gefunden habe im Internet. Es ist im Prinzip jedes STL-fähige Programm. Also mit dem AutoCAD. AutoCAD könnte man auch machen. Ja. Und es gibt auch welche, mit denen man diese Dateien dann direkt manipulieren kann, um sie zum Beispiel so zu vorzubereiten, dass sie dann auf einen 3D-Drucker weitergegeben werden können. Das ist dann der nächste Punkt. Also diese 3D-Informationen kann ich so aufbereiten, dass ich die auf den... Das wäre ja furchtbar.
Stellen Sie mir vor, die würden mich ausdrucken, der arme Drucker. Ja. Nee. Also das ist natürlich nur eine Anwendung. Die, ja. Die für die CAD-Anwendung, dass man im Prinzip die Kinect als 3D-Scanner verwenden kann. Kommerziell ist das noch nicht im Einsatz. Kommerziell ist es... Ihr seid zu neu damit. Wir sind im Moment noch mit dieser Anwendung, also Kinect Fusion ist... Ganz neu, wie gesagt, steht dem Entwickler zur Verfügung. Es gibt jede Menge Beispiele, auch im Internet kann man sich verschiedene YouTube-Videos anschauen, wo unsere Microsoft Research ganz tolle Sachen mit der Kinect Fusion schon gemacht haben. Auch Elemente zum Beispiel in eine virtuelle Welt hineingefügt haben. Mhm. Es wird auch auf Robotern zum Beispiel eingesetzt, um die Möglichkeit zu geben, wirklich 3D-Welten zu erkennen und mit realen Komponenten zu verknüpfen. Moment, der würde also eine Kinect auf den Roboter gesetzt, der sich eben frei im Raum bewegt und so Hindernisse oder die Struktur des Raums erkennt. Oder man könnte die Kinect auch als Scanner verwenden, einen Raum scannen oder ein Objekt scannen und dann zum Beispiel berechnen, wie zum Beispiel Bildlichteffekte. Ist das denn für einen Maschinenbauer wäre das nicht genau genug? Also wir reden natürlich hier von einer Genauigkeit von so circa 4 Millimeter. Also wir haben ungefähr einen 4 mm Jitter auf dieser 3D-Kamera, auf dem Tiefensensor. Das ist schon relativ genau, wenn man Personen scannt. Also man sieht ja hier, wie genau das eigentlich ist. Wir haben jetzt hier das so ungefähr auf 60 cm Entfernung gemacht. Man könnte das natürlich auch noch entsprechend ausweiten, aber je mehr Daten man braucht, desto stärker ist natürlich der Rechner, den man auch im Hintergrund braucht. Und das ist ein schöner Rechner, aber... Ist ja nichts wirklich High-End, ne? Ja, gut, das ist Core i7 drin, ja, gut. Und wo ihr ganz stolz drauf seid, hat Windows 8. Ja. Genau. Schon 8.1? Nein. Man kann ja mit der Kinect auch andere Sachen machen. Ursprünglich wurde sie ja gebraucht war ursprünglich angedacht für die Xbox zur Spielesteuerung. Genau. Also die Kinect ist ja nicht nur eine reine Tiefenkamera, sondern sie ist auch eine Personenerkennung oder eine Skeletterkennung, sagen wir dazu. Das macht die Software, die letztlich auf der Kinect für Windows läuft und was man natürlich auch als Softwareentwickler abfragen kann. Also man bekommt im Prinzip von jedem Gelenkpunkt... Moment, der Skeletterkennung läuft in der Kinect? Oder macht das die Software, machht die Treiber... Die Kombination aus der Kinect-Software und dem Treiber auf dem PC. Mhm. Und man hat halt die Skeletterkennung so, dass man im Prinzip jedes Gelenk, was man im menschlichen Körper normalerweise hat, eben mit einem tiefen Wert verknüpfen kann. Und dadurch kann man Spieler vor der Kinect erkennen. Und das können wir als Softwareentwickler auch implementieren. Wir hatten ja eben mal so ein Beispiel probiert. Wobei wir jetzt wieder sagen müssen, wir sind hier im Studio, haben sehr hohen Infrarotanteil. Und der Laserscanner, also hier wird ja ein Lasergitter generiert, das ist infrarot und es kann sein, dass das einfach nicht klappt. Ich muss jetzt mal ein bisschen zurücktreten. Ein Beispiel für einen eigentlich sehr häufigen Anwendungsfall, nämlich dass man die Kinect als interaktives Werbefunktionalität verwendet, wo man praktisch Informationen im Betrachter wiedergibt. Und die Idee ist, dass man im Prinzip eine normale Slideshow hat von irgendwelchen Werbeinformationen. Man kommt in den Bereich der Kinect und die Kinect fordert einen praktisch auf mit dem System zu interagieren. Wenn wir jetzt mal auf den Bildschirm umschneiden, dann sehen wir hier meine Hand, die sich bewegt. Das klappt sogar besser als soeben. Ne? Also wenn ich mich hier frei im Raum bewege, dann komme ich hier auf den Knopf. Und wenn ich jetzt da drauf Bewegung machen. Wenn ich das richtig mache, habe ich jetzt diese Information ausgewählt und könnte jetzt auch das Video dazu starten. Genau. Das ist zufällig ein Werbevideo für die Kinect. Und also es ist auch so, dass... Ich bediene im Prinzip im Moment den Rechner oder die Applikation, die da läuft, mit meiner linken Hand. Genau. Ich mache das mit links. So. Es ist so, dass wir im Software Development Kit entsprechende Controls bereitstellen, um es dem Entwickler möglichst einfach zu machen, solche Funktionen zu implementieren. Wenn du mal eine Faust machst, das kannst du jetzt hier nicht sehen, als würdest du in dem anderen Beispiel sehen, man hat jetzt auch die Möglichkeit, bestimmte Listenelemente zu greifen mit der Faust, also mit der also wie mit Minority der Faust. Report. Im Prinzip wie Minority Report. Wir sind natürlich mit der Kinect-Steuerung ganz am Anfang und dadurch entwickeln sich jetzt eigentlich erst die Anwendungen und wirklich die Erfahrung, wie man mit der Kinect umgeht. Machen wir ein bisschen Zukunftsprognose. Wann kriegen wir denn Softwarepakete, die jetzt mit dem neuen SDK laufen,
Wie viele Entwickler sitzen da schon im Hintergrund dran, um sowas fertig zu machen? Also wir laufen im Moment da in einem Bereich, wo sehr viel in Universitäten läuft. Ja. Es gibt sehr viele Forschungsprojekte aus dem Robotics-Bereich, aus dem Industriebereich sind sehr viele Anwendungen. Und ich denke schon, dass wir sehr, sehr schnell in den Bereich kommen, wo die Gestensteuerung unter Umständen zu unserem täglichen Leben wird. Dann laden wir dich nochmal ein, ne? Dann kommst du nochmal vorbei und zeigst uns nochmal die schönen Sachen und bringst das Spielzeug mit. Vielleicht haben wir bis dahin noch meinen Rechner zum Laufen.